Hier ein etwas anderes Video, nämlich wie ich einen richtigen Windows-Server online im Rechenzentrum in der Cloud per Remote Desktop steuern kann und so gesehen meinen Windows-Computer überall auf der Welt im Zugriff habe, ich es als Praxisrechner nutzen kann für zum Beispiel Praxissoftware, aber auch entsprechend für Anwälte, Doktoren, wie auch immer. Ich kann es sehr, sehr gut nutzen und ich brauche keinen Server irgendwo im Büro stehen zu haben, sondern ich habe hier einen sehr, 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 sehr guten und performanten Server, der einfach extrem gut funktioniert und Windows drauf haben kann. Das ist ganz, ganz wichtig und ich möchte euch einfach zeigen, wie wir schon mehrere Lösungen jetzt, obwohl es nicht unser Hauptpunkt ist, umgesetzt haben, für zum Beispiel Physiotherapiepraxen, Arztpraxen und. Denn ich mache ja sehr, sehr viel auch in der Unternehmensberatung und ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass man einfach dann auch eine gewisse Infrastruktur hat und die sollte dezentral sein. Und ich möchte einfach auch da ermahnen nochmal, ich weiß, dass viele ITler sagen, ihr müsst einen Server vor Ort haben. Das Problem ist aber, der kostet Strom. Strompreise sind auch nicht mehr so attraktiv. Dann habe ich das Thema, ich muss das Backup sowieso irgendwo extern speichern. Das heißt, ich habe sowieso eine Übertragung nach draußen. Und vor allem, ich habe das Thema, wenn es mal brennt, wenn ich ein Wasserproblem habe oder auch Staub, kann ein Riesenproblem werden und dann geht erstmal gar nichts mehr. So, natürlich als ITler kann ich sehr, sehr viel in 1000 Euro Höhe darüber verkaufen, die Einrichtung etc. Und hier bekomme ich inklusive Windows-Lizenz einen Server, der wirklich alles kann. Und man muss einfach sagen, ich habe hier Möglichkeiten, die fast grenzenlos sind. Und ja, wie sich das Ganze aussieht, können wir halt hier entsprechend uns mal anschauen. Denn der Punkt ist einfach, wir haben hier Cloud-Server. Cloud-Server bedeutet einfach, dass ein Server, der entsprechend Linux oder Windows hat. Ich möchte in dem Bereich nur auf Windows eingehen. Ich habe Laufzeit 1 Monat oder 12 Monate. Und man sieht halt auch entsprechend, wie sich die Preise hier verhalten. Im Bereich Windows liegen wir bei 28,99 im Monat, was einfach extrem günstig ist. Und die Windows-Server-Lizenz ist schon mit dabei. Brauche ich mehrere Benutzer, Remote-Nutzer und so weiter, dann muss ich natürlich diese bei Windows einkaufen, die Lizenz dafür. Aber ich habe hier für den normalen Office-Gebrauch eine ausreichende Performance, eine ausreichende Maschine. Wenn wir uns einfach mal anschauen, was 28,99 mal 12 sind, dann sind das halt 350 Euro, die entsprechend wirklich ja nicht sehr teuer sind. Und dafür habe ich aber einen Server, der auch gebackupt wird im Rechenzentrum. Und ich habe halt absolute Verfügbarkeit und ich kann nur sagen, in den letzten Jahren gab es bei keinem der Kunden ein wirkliches Problem. Die 6 GB Arbeitsspeicher reichen für einen Server auch aus. 300 GB SSD-Speicherplatz sollten wir auch auf jeden Fall ausreichen. Und zusätzlich empfehle ich jedem dann nochmal auf dem FTP-Server oder über eine extra Cloud nochmal separat Backups zu machen. Aber darum soll es in diesem Video nicht gehen. Es geht hier wirklich darum, Windows-Server für sehr, sehr gute Leistung zum fairen Preis umzusetzen. Ich weiß, es gibt da draußen auch Angebote für unter 10 Euro. Aber bitte, wir reden hier vom Business-Bereich und nicht vom Privatanwender. Das macht keinen Sinn. Hier kann ich also wirklich auch freie Konfiguration machen. Ich habe den kompletten Serverzugang. Ich habe über den Plesk-Zugang, wo ich den Hauptserver erstmal verwalten kann und dann natürlich vorinstalliert Windows Server 2022 oder eine andere Version, je nachdem, wie ich sie haben möchte. Die Tarifdetails gehe ich jetzt nicht alle im Detail durch, aber muss einfach sagen, dass die Ausstattung an sich extrem hoch ist. Traffic Flat ist Standard in der Regel, aber ich erwähne es trotzdem nochmal hier und meine eigene IP-Adresse, brauche also auch keinen dünnen DNS-Eintrag oder. Das macht es also wirklich sehr, sehr einfach. Backups sieht man hier auch, 10 Generationen. Das heißt, die Backups werden die letzten 10 Tage auch gespeichert, was es natürlich auch sehr flexibel macht. Und ich habe natürlich auch die vergünstigten Domains und kann das hier entsprechend hinterlegen. Der Support sehr, sehr gut, kann ich auch nur empfehlen hier von Alpha Hosting. Wer mich kennt oder wer meine anderen Videos kennt, der weiß ganz genau, im Bereich Webhosting gehe ich nur, und das werde ich auch nochmal entsprechend unter dem Video verlinken, wie auch den Link hier zu Alpha Hosting. Also Webhosting immer nur All-Inkel, weil die Webseiten einfach eine gewisse Konfiguration brauchen. Gerade beim Thema WordPress WooCommerce ist entsprechend All-Inkel die erste Wahl. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Und wenn es ein Windows-Server sein soll, das heißt für meine Software, die ich sonst auf dem Laptop hätte oder,
nutzt bitte solche Cloud-Server für wirklich wenig Geld, weil es, wenn ihr keine richtigen Backups habt, wenn ihr tatsächlich nur auf einem Rechner zu Hause oder entsprechend nur einen Laptop habt und da euer gesamtes Hab und Gut drauf ist, ist das grob fahrlässig. Selbst wenn ihr eine externe Festplatte mal einmal im Monat anschließt für ein Backup, ist das keine Lösung. Ich empfehle hier wirklich, wie gesagt, diese Cloud-Server und das macht einfach am meisten Sinn und am meisten Spaß, weil ihr dann dezentral arbeiten könnt. Remote Desktop geht selbst super gut übers Tablet oder auch übers Handy und das ist ein riesengroßer Vorteil, weil ich meine Windows-Oberfläche von überall auf der Welt einfach darauf zugreifen kann. Ansonsten nutze ich noch einen VPN-Dienst und bin da auch nochmal gesondert abgesichert. Das soll es gewesen sein, ein bisschen off-topic, war mir aber nur wichtig, dass für alle Windows-Nutzer die Lösung hier angeboten wird, wie ihr halt zum Beispiel auch das vielleicht noch ergänzen, auch vom entsprechend von einem iPhone, von einem Mac, also Mac OS oder halt auch von einem iPad auf diesen Windows-Rechner zugreifen könnt, weil es gibt oft Software, die geht nur am Windows-Rechner und dann hat man hier die beste Lösung dafür, für wirklich wenig Geld. Ja, schreib mir gerne in die Kommentare, ob das Video hilfreich war, ob du es nutzt, ob du die Lösung auch gut findest. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir gerne auch in die Videokommentare oder schreib mir über www.florianibe.de. Auch wenn ich kein IT-Dienstleister bin, aber gerade in der Digitalisierung kann ich dir und deinem Unternehmen auch weiterhelfen, moderne, richtige Lösungen zu finden. Und auch hier mit Serverstandort Deutschland haben wir auch gar kein Problem mit DSGVO und so weiter, Patientendaten und. Das ist gar kein Problem an der Stelle. Das nochmal kurz am Rande erwähnt. Gib mir Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ich sag mal bis zum nächsten Video. Und falls du mehr dieser Videos haben möchtest zu solchen allgemeinen Themen, bitte schreib mir dazu einfach entweder privat oder entsprechend über die Videokommentare unter dem Video, damit ich dann auch mehr dieser Inhalte kostenfrei für euch veröffentlichen kann.